Eine Agrohand. Und sie greift dich an. Ja, ich wollte sie halten. Erste Kampfrunde. Du hast ja gleich zugegriffen. Ach, ich warte, bis er euch platt gemacht hat und kommt dann mit dem großen Hammer. Gut, dann würde ich sagen, erst wollte ich ausweichen, aber da jetzt wir vorbereiten haben, nehme ich erstmal vorbereiten. Ich schaue erstmal zu, gucke, was die Hand macht. Du musst ja schon erklären, worauf du dich vorbereitest. Ach so, gut, ja, also ich bereite mich an. Oder du schaust einfach nur so zu, dann ist die Runde Gegner für dich schon. Beobachten und wenn sie wegläuft, schlage ich zu. Okay. Oder ich packe sie. Nimmst du dann schon deine Keule in der Hand oder was, oder wie? Meinen Streitkolben, ja. Und beobachte, was der Gegner macht. Im Notfall schlage ich zu. Die Hand ist die dran. Hand. Die Hand. Die Hand. Was macht die Hand? Ah, danke. Ich würfel jetzt erstmal für die Hand. Nein, wir machen es anders. Du würfelst für die Hand. Du würfelst? Mit welchen? Dem hier? Mit dem 20er. Würfel bitte mal für die Hand. Okay. Für die Hand. Entschuldigung. Hand hat plus 3 zum Treffen. Was haben wir da insgesamt? 5. Also 8. 5 plus 3 ist 8. Das ist der Angriff der Hand. Genau. Kommt die Hand über deinen Rüstungswert? Nein. Weil dein Rüstungswert ist? 13. Sehr gut. Das heißt, der Angriff der Hand schlägt fehl. Kann ich? Weil sie ist wieder auf dem Boden. Aber ach so, du kannst sie ist wieder auf dem Boden. Kannst ach, kann sie nicht festhalten? Du kannst sie in dem Moment noch nicht festhalten. Okay. Dazu müsstest du jetzt einen Angriff machen, wenn du sie festhalten willst. Ja, nee. Ich würde sie eigentlich gerne beruhigen. Ich weiß nur nicht, ob sie mich verstehen kann. Du kannst, das ist eine Hand. So, du bist jetzt dran. Die Hand ist aufgebracht und guckt. Ja. Du kannst natürlich auch irgendwas machen. Du kannst sie auch ansprechen, wenn du willst. Ist ja scheißegal. Ansprechen steht hier nur nicht. Das steht hier nicht. Das ist egal. Das ist aber okay. Eigentlich ich würd, klar. Ich würde gerne sagen, was ist denn... Ich meine, du kannst ja nicht sprechen, aber kannst du ruhig dran? Bleiben. Du Handtuch. Wir wollen dir ja nichts tun. Klappt das vielleicht ein bisschen? Ich weiß nicht, ob sie uns verstehen kann. Das ist ein bisschen sehr... Ruhig bleiben. Wir wollen nichts tun und mach meine Hände auch weg und bleibe stehen. Die Hand bleibt ruhig stehen? Ja. Und biegt dich so. Ja, wir wollen dir nichts tun. Ich würde ja gerne fragen, woher du kommst, aber ist auch nicht aufgebracht. Zeichensprache. Oder so. Kann sie was aufzeigen? Hier ist kein Sand. Aber Zeichensprache. Kannst du Zeichensprache? Was weiß ich, was die Hand macht? Vielleicht machst du so. Stammeln kann da. Oder so. Kreide. Gib ihr einen Stock, zeichne im Staub. Kannst du auch mit dem Finger. Essen kann sie auch nicht. Ich könnte ihr was zu trinken anbieten. Es ist eine untote Hand. Ich nehme den Statuekopf weg, nehme die Kiste und stelle die Kiste unten auf den Boden und klappe sie auf. Die Kiste mit der Hand. Ich habe doch den Statuekopf raufgestellt, damit die Hand jetzt nicht abhaut oder so. Zack, ein Gegner mehr. Und hab die... Wenn du zu deinem Statue guckst, zu dem Statuekopf, dann siehst du, dass die Kiste unter dem Statuekopf zusammengebrochen ist. Die Kiste ist einmal so. Nein. Der Statuekopf liegt da drin, weil er doch ziemlich schwer ist. Und die Hand ist matsch. Da ist ein bisschen Matsche, nein. Was da so rausquillt. Ach so, okay, also dann gehe ich da hin, dann sehe ich das, nehme den Kopf ab, setze ihn da hin und sehe dann, dass die Hand... Du siehst den Schleim noch da, ein bisschen dran kleben vielleicht, an dem Deckel. Ich wackel mal an der Hand, aber so mit dem Rücken dahin, dass die das jetzt nicht sieht. Was, woran wackelst du? An einem Finger, wo der Rest dann noch so runter? Genau, also es ist, ich nehme so hoch und da ist wirklich nur der Finger, den ich in der Hand habe. Wo so runter drauf. 6 Sekunden. Und dann schiebe ich den mit dem Fuß die Kiste weg. Dann lasse ich das. Du hast es schon gemacht, ist egal, ist jetzt zu spät. Aber was ist denn, ich kann doch hier diese Sprache. Das ist eine Hand. Das, Kein Mund. Was machst du denn? Willst du noch irgendwas machen? Ich will den Hammer draufhauen auf die Hand. Was? Kriegst Hammer 1W8er in Klammern 3. Ja, das ist dann der Schaden, den du dann damit machst. Ja. Erstmal, ob du triffst, ist jetzt gerade die Frage. Ich will nicht, dass er die schlägt. Das ist eine untote Hand, das ist was Böses. Aber sie hat ja jetzt erstmal nichts gemacht mehr, als ich gesagt habe, bleib ruhig. Ich hocke mich mal. Bin etwas irritiert, nachdem sie sich dazwischen schmeißen wollte. Also sie ist jetzt nicht mehr hektisch oder sowas. Das ist eine untote Hand. Es ist böse. Sie hat noch ein bisschen Angst, weil er so mit dem Hammer aufhauen wollte. Bis sie reagiert hat, dann dachte ich, los geht's. Ist das jetzt die linke oder rechte Hand? So. Und die Hand ist matsch. Und vor mir ist... Die Hand ist matsch. Klebt an deinem Hammer dran. Blah, kann ja an so einer Kiste abwischen. Gut. 25 Erfahrungspunkte für jeden.
Was? Jeha! Was? Für jeden? Der hat doch gar nichts gemacht. Der hat sich wir haben das aber als Gruppe gemacht. Der hat gar nichts also gemacht. Schreiben wir jetzt Erfahrung. Wem redest du da? Der hat gar nichts gemacht. Mit der Luft? Der hat gar nichts gemacht. Irgendwer hat doch gesagt, wir kriegen jetzt Erfahrungspunkte und der hat gar nichts gemacht. Wir sollten suchen, was hier nicht hingehört. Wir haben das erledigt, was hier nicht hingehört. So, nur noch 275 Punkte für das nächste Level. Okay, wo schreibe ich das jetzt hin? Ich habe die Welt von etwas Bösem befreit. Ich habe ja auch eine Hand getötet. Genau, du hast auch eine Hand getötet. Aus Versehen. Ich wollte doch. Das war der Plan dahinter. Wir müssen jetzt aber noch. Nein, wir müssen gar nichts mehr. Aber dieser nette. Der säuft sich ein. Wir können jetzt einfach gehen. Also ich. Aber ich versuche das so ein bisschen. Diese. Erstmal irgendwie gucken. Hol die Kiste, mach die Matsche da rein. Mach die zu und stell die Kiste wieder dahin, wo sie war. Die Kiste und die ganzen anderen Kisten, ja räumst du die auch wieder zusammen? Es ist ja seine Lieferung und so sieht das dann halt ein bisschen aus. Aber als die wenn Kiste ist doch kaputt, wo die Hände drin waren. Ach ja, die ist auch kaputt, ne? Egal, dann liegt sie halt kaputt da. Und der Kopf ist jetzt vielleicht noch mehr kaputt. Den Kopf habe ich wieder auf die Statue gestellt. Ja, jetzt klebt sie durch den Matsch. Ja, genau. Das wär's ja jetzt, wa? An dem Kopf selbst ist ja kaum Matsche dran, da war ja noch so ein Deckel drüber. Er hätte vorher den Kopf einmal durch die Matsche ziehen und dann. Nein, aber ich hab den Kopf wieder aufgestellt. Auf die Statue. Passiert irgendwas Seemann jetzt? Nö. Dann kann man nochmal, also war's das jetzt oder müssen wir lieber nochmal ein bisschen gucken, ob nicht doch noch was anderes gemeint wurde von ihr? Ist daneben noch eine Lagerhalle, die. Er ist doch jetzt rausgegangen, was redest du jetzt mit ihm? Ach so, du bist rausgegangen? Ja, ich bin rausgegangen, ja. Ach so. Hand ist Ach doch so. Matsch und was anderes war da ja nicht. Ja, gut, dann. Ich gucke aber nochmal ein bisschen kurz. Einfach nur mal so. Auch. Dann gehe ich auch raus. Du siehst wie etwas weiter, ein, zwei Hallen weiter, da sind noch mehrere Lagerhäuser, irgendwas Dunkles um die Ecke fleucht. Das war nämlich gerade meine Frage. Siehst du so im Augenwinkel. Lagerhallen. Verschwindet hinter die Halle. Auf jeden Fall ganz schnell, so dass es dir auffällt. Mhm. Aber ich habe gerade meine Frage, sind da noch mehrere Lagerhallen, noch von mehrere. Denen er was gespürt hat? Noch weiß ich nicht, ob er von denen was gespürt hat. Das hast du dir ich hatte ja nur aus der Lagerhalle was gespürt. Dann gehe ich mal raus und frage, du hast ja hier was gespürt. Ist das noch da nicht? Hier war nur was Untotes, aber ich habe gerade da hinten hinter der Halle so eine Gestalt verschwinden sehen. Aha. So eine schwarz gekleidete, da sollten wir mal gucken. So ein wie ihn? Also mit dieser Kapuze und so, so eine Gestalt? Du hast keine Kapuze erkannt, du hast nur irgendwas Dunkles gesehen. Dunkel gewandet halt. Okay. Könnte sein, dass es dunkel gewandet war. Na okay. Ja, dann hinterher. Dann lass uns doch vielleicht hinter der dritten Lagerhalle links. Huschen schnell hin. Mhm. Seht ihr aber nichts. Ihr habt eine Tür oder komm so? Komme ich aufs Dach? Ja, Türen sind da überall, so eine Lagerhalle. Ist da eine das auf jeden Fall, aber es ist nichts, was jetzt darauf deutet, dass du das gesehen hast. Komme ich aufs Dach auf? Könntest du sicherlich irgendwie aufs Dach kommen. Dann mache ich das mal. Ich gehe mal aufs Dach und gucke mal so ein bisschen. Dann kann man durch diesen Gang höchstens mal durchgehen und gucken, ob die Türen links, rechts auf sind. Ja, sind alle auf. Könnt ihr überall reingucken. Toll. Lagerkisten und Kisten, so weiter. Irgendwie auf Wahrnehmung, dass man irgendwas merkt, dass irgendwas da nicht ganz koscher ist. Ja, vielleicht doch einfach mal weitergehen und hinter den Hallen gucken. Ja. Also ich gucke auf jeden Fall vom Dach aus, wo die lang gehen. Genau, sie tappt ja gerade auf dem Dach. Und versuche so ein bisschen da mitzugehen. Du auf dem Dach, du hinter den Hallen. Gibt es oben Luken auf dem Dach, die in die Hallen reinführen? Irritiert, dass sie jetzt plötzlich auf dem Dach ist. Hey, ich bin doch schon raufgegangen. Sie ist vorne aufs Dach geklettert. Ey, das habe ich gerade nicht mitgekriegt. Er macht vorne noch die Ecke. Also ich beobachte auf jeden Fall, dass wo er lang geht und nicht, also falls er beobachtet wird von irgendwem, dass ich dann irgendwie reagieren kann oder so. Ich gucke dann aufmerksam auf die andere Seite, dass ich da hinter die Halle. Dass wir dann links und rechts sozusagen, ja, falls da was ist zum Einkesseln. Findet ihr nichts. Gar nichts. Nee. Scheint es verschwunden, wer auch immer das war. Ein Schiff da. Meer. Möwen. Leute. Willst du auf Wahrnehmung würfeln? Ich ja. Ja, mach mal. Eine 10 und Wahrnehmung 1, also 11. Wahrscheinlich merke ich nichts. Bin innerlich tot. Doch, du hörst Gepolter. Für eine Kiste in der Halle rechts daneben. Also von der vierten hörst du sogar noch. Gepolter. Die rechts von mir ist. Genau, da poltert irgendwas drin. Denn, als wenn ein Schlafender aufgewacht ist und runtergefallen ist. Sag ich Ihnen Bescheid, dass ich da... Wem? Ihn habe ich ja in der Nähe. Sie weiß ich jetzt nicht. Also, kann sie mich hören? Ja, bestimmt. Sie ist aber auch auf Höhe dann. Ja. Ey, ihr zwei, ich habe was hinten aus der nächsten Halle gehört. Okay, ich gucke, wo er hinzeigt. In welche rechte Halle? Lagerhalle. Also zwei weiter. Nee, eine ist auf der dritten. Auf der dritten? Sie ist auf der dritten. Ja, dann eine weiter. Ich komme runter und gehe dann mit rein. Wartest du auf die oder gehst du schon vor? Ich gehe vor. Okay. Also ich linse da irgendwie um die Ecke und ob ich irgendwas im Dunkeln da sehen kann. Ja, es ist ein bisschen dunkler als die anderen Lagerhallen. Also als die, in der drin war, das ist etwas dunkler. Die Fenster, das sind ja oben so höhere Fenster da, immer so Fenster rein, die sind ein bisschen zugehangen genau, teilweise. Ich vielleicht durch meine hier infernalisches Erbe, ja, dunkles, Dunkelsicht. So. Ich sag ja nur, dass es dunkler ist. Hörst du Gepolter von weiter hinten? Immer noch. Der Rest vom Körper. Ja, mit einer Waffe im Anschlag oder mit einem Streitkolben gehe ich langsam in die Richtung.
Gehst du da rein? Ihr folgt ihm? Ich folge ihm, ja. Ich gehe zum Schluss und hab meine Sterne in der Hand. Meine Sterne? Sag doch mal Wurfsterne. Ich wollte gerade sagen, was für Sterne andauernd? Wurfsterne. Ach so. Ninja. Die Sterne sind übrigens ein bisschen größer schon, da sind nicht so ganz klein. Ja, ich habe ja auch eine große Hand. Man könnte fast sagen, das sind Sägeblätter. So ja. Wie es anhört, alle im Gänsemarsch hinter mir her, in die Richtung langsam ranpirschen. Gänsemarsch. Ich gucke ja, also, aber, dass ich in eine andere Richtung gucke als die. Also wenn der eine nach da guckt, der andere nach da, gucke ich dann halt in die andere Richtung, während wir reingehen. Ihr pirscht euch daran durch die Gänge? Ja, durch das, was da steht. Was ist denn in der Lagerhalle? Genau, ich wollte auch sagen. Kisten. Auch Kistengänge. Kisten und da steht auch mal irgendwie was so mit abgehängt, weißt du, irgendwie vielleicht irgendwas drunter. Mhm. So ein weißes Laken drüber oder so. Und es raschelt vor euch. Mhm. In einer Kiste, in einer relativ große Kiste. Könnte ein ganzer Körper reinpassen. Oh. Und an den Fußnägeln ist denn das Holz. Ja, denn da ich ja vorne bin. Ist da vielleicht der Rest von der Hand drin? Weiß ich nicht, ich mach mal auf. Also reingucken oder gleich draufschlagen? Mit der anderen Hand, nee, mit der anderen ist Hand. Es ist zugenagelt, du müsstest es schon aufbrechen oder wie auch immer. Ich versuche, die Kiste zu öffnen. Nein, das geht ja, doch, geht's doch, damit? Mit Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit. Wollte gerade sagen, mit dem Streitkolben nicht ohne. Mit Stärke. Drunter hebeln und dann. Nein, ich mach das einfach mit meiner Brechstange. Ach, wie, du hast eine Brechstange? Du hast eine Brechstange? Na, dann Attacke. Während ihr da mit eurem Streitkolben oder du mit den Fingernägeln da, nein, steht sie mit der Brechstange, kratzt sie am Kopf und sagt, ja, wie machen wir die jetzt auf? Genau. Nein, ich gehe da, die labern und ich gehe da hin und hebel die auf. Ja, dann würfel mal wieder auf Stärke. Okay. Nee, hier das, ne? 10. Ja, es geht sehr schwer auf. Mit, aber du kriegst mit so einem Kreuz. Du kriegst es noch nicht ganz auf. Dann nochmal. Ja, während du noch dabei bist, seid ihr nochmal dran. Ja, also, wir können auch irgendwas. Wenn sie schon so weit auf hat, also ich schätze mal, ein Spalt ist schon auf oder so. Ja, das wird langsam, aber ja, sie brauchen wohl noch ein bisschen länger. Aber kann ich doch irgendwie mit meiner Hand drunter und dann ziehen? Also wenn sie schon so einen Spalt auf hat. Ja. Machst du auch irgendwas? Ich halte den Hammer bereit, um draufzuschlagen. Oh Gott. Ja gut, dann stecke ich meinen Streitkolben erstmal wieder in meinen Halfter, greife den. Würfel nochmal. Jep. Ich auch dann gleich, oder? Nö. Achso. 15, 18. Jetzt. Ja, der Deckel fliegt weg. Oh Gott. Voll. Ja, gelockert. Fliegt quasi weg und. Ich habe mich noch einmal konzentriert. Ganz viel Sägespäne drin. Oh. Komplett bis oben hin voll. Ah, schon entweder wieder. Sind es schon wieder ganz viele Hände. Ganz viele Hände. Hallo? Hand? Blub, durch die Sägespäne. So, Freiwillige fordert jetzt die Sägespäne durchwühlt, genau. Also mit der Brechstange mache ich so. Rühre ich mal. Ja, du spürst Widerstände da. Mhm. Irgendwas ist da drunter. Also hier ist irgendwas Größeres. Merkt man, ob es was Größeres ist? Du spürst Widerstand. Warte mal die Seite von der Kiste auch noch auf. Kann man die nicht einfach einmal umkippen? Gewichtsmäßig? Kann man bestimmt auch, ja. Klar. Dann versuche ich das mal. Also ich so anheben vorsichtig. Und rauskippen, erstmal ein bisschen so. Mir direkt vor den mit Hammer. Mit der Hand die Sägespäne so ein bisschen raus hier. Nee, ich will da nicht so viel drin rumfummeln. Na, kannst du gerne machen, aber. Ich würde sie jetzt einfach kurz umkippen. Was soll ich jetzt entscheiden? Was soll mich da drin angreifen? Wenn es das ist, was keine Hände mehr hat, hat keine Hände mehr. Kann nicht treten. Das weißt du ja gar nicht. Das kann nicht beißen. Ja, vielleicht sind da auch jetzt 20 Hände drin. Es kann dir den nackten Popo ins Gesicht rammen. Heißt, die haben uns ja auch nicht gleich angefallen, als ich es aufgemacht habe. Ich greif ja auch nicht an. Ich kipp das um. Ja. Vor ihm, vor seinen Hammer, damit er wieder Spaß haben kann. Sägespäne. Weil ich sehe immer sein Leuchten. Sägespäne in den Augen. Überall und. Es laufen 20 Hände raus. Was? Weil du es gesagt hast. Es laufen 20 Hände raus. Hinter euch, rechts und links, fangen die Kisten alle an zu wackeln. Ach du Scheiße. Ein ganzes, ein lautes Geraschel und ihr seht vielleicht auch irgendwo wieder etwas Dunkles langfleuchen. Oh Gott. Einmal über die Kisten, aber eher wie so ein Schatten, als wenn es sich wie so ein Schatten über die Kisten bewegt. Wie so ein Art Geist, ja. Eher wie ein Schatten. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ein Schatten. Können die jetzt nicht zusammen ein Wort bilden? Eine Kiste fällt runter. Eine Kiste fällt runter von oben, geht auf, kommen Hände raus. Ganz aufgeregt. Oh. Um sich zu gucken, auch wenn sie nicht sehen. Ja, okay, also, gut. Ja, okay. Auch wenn sie keine Augen haben. Ja, okay. Jo, also ich habe die Brechstange weggepackt. Ich flüchte erstmal raus. Ich auch. Fersengeld. Ach, du willst nicht mit dem Hammer draufschlagen? Es sind zu viele Hände für einen Hammer. Ich gehe auch ganz normal raus. Ich bin jetzt nicht so hektisch oder so. Ich gehe ganz normal rückwärts. Was machen die Hände gerade, während ich... Die laufen da kreuz und quer, machen andere Kisten auf, versuchen da auch Kisten aufzumachen noch. Und noch mehr Hände. Okay, Kisten ja, manche piesacken sich auch gegenseitig. Nein, sie fiepen nicht. Wie viele Menschen laufen hier ohne Hände rum? Mhm. Vor allem, wo sind die ganzen Leichen? Wo ist der Rest, genau. Ja, eben. Initiative würfeln. 14. 9.
13. 9. 13. 14. Oh, die Hand fängt an. Das sind viele Hände. Die haben viele gewürfelt. Dich greift etwas von hinten. Und zwar fühlt es sich an, als ob dein Brustkorb sich zusammenzieht. Dein Brustkorb. Ja. Nicht rausdrücken, sondern reindrücken. Ach so, zusammen. Du würfelst bitte mal für den Angriff, den sie jetzt gerade abbekommt. 11. 11 plus 4, Rüstungswert? 13. 13. Dann würfelst du bitte 2W6. 2W6? 2W6 plus 2. Die würfelst du jetzt. Plus 2 sind 5. Richtig. So, dann würfelst du nur noch einen W4. Das ist das komische Ding. Nanu? 3. Dein Stärkewert sinkt um 3. Mein Stärkewert? Dein Stärkewert. Der da? Der sinkt jetzt um 3. Du bekommst 5 Schaden ab. Also 5 Trefferpunkte abziehen, den neuen Wert hinschreiben. Beim Stärkewert schreibst du 3 Punkte weniger hin. Ja. Was ist die neue Zahl? 9. 9, das heißt, Stärke ist jetzt minus 1. Wenn es wieder bei Angriffen und so weiter kommt, wo du Stärke benutzen solltest. Also hier auch das hier dann, ne? Dann ist es nur plus 2 statt plus 3. Also minus 1. Das ist der Bonus jetzt. Du hast das Gefühl, als ob das Leben deinen Körper verlässt. Oh Gott, okay. Der Brustkorb zieht sich zusammen. Dunkle Schatten, etwas Dunkles umfasst dich und drückt dich, zieht dich in sich hinein. Ich bin dran. Du bist überrascht. Ja. Du bist nicht dran. Ich bin, hä, was? Deswegen ist der Nächste dran, Ash. Kann ich Hilfe? Ja, kannst du machen, okay. Aber mehr auch nicht. Denn gut. Durch die Überraschung verlierst du deinen Zug. Okay, gut, alles klar. Sind das mehr als 9 Meter oder ist das innerhalb der 9 Meter Radius? Das ist ja quasi direkt ich hinter der Tür. Ich war ja fast an der Tür eigentlich. Ja direkt hinter der Tür quasi, ne? Ja, dann. Sie ist noch im dunklen Bereich der Halle, aber. Irgendwie ihr helfen, irgendwie einen Angriff, dass der Gegner was auch immer von ihr ablässt. Dann rennst du daher, rennst du dahin oder machst du Fernkampf? Nö, ne? Also Keule in der Hand. Jumpst dahin und darfst einmal mit dem 20er schlagen. Ja, du schlägst da eher so ein bisschen ins Leere. Das Teil weicht dir aus und schiebt sich so ein bisschen zur Seite. Fliegender Schatten ist auch schwierig. Jinfan ist dran. Hammer. Aber triff mich. Das zählt nicht. Das ist kaputt. Hat nur eine 1 gemacht. 1. Naja, plus. Aber. 1 gibt's nicht mehr plus. 1 ist das schlechteste. Nein, plus 3 Stärke macht 4. Zu würfelnde Ergebnis. Da gibt's kein Plus mehr. Ich hab gesagt, das ist kaputt. Du schlägst daneben, schlägst gegen den Boden oder auf den Fußboden oder sonst was und dein Hammer gleitet dir aus der Hand. Fuck. Aufgrund dessen liegt er dann daneben. Okay. Sichel. Gar nicht mehr dran. Er macht immer nur Schlagworte. Hammer. Sichel. Hammer fällt weg, Sichel weggegriffen, ne? Ehrenkranz. Zirkel. Das Viech ist wieder dran. Das Viech. Das. Ich nenne jetzt einfach mal Schatten, ne? Dann wisst ihr alle, was ich meine. Mhm. Und du merkst plötzlich, wie du ins Leere fällst. Du verlierst den Boden unter den Füßen. Ja. Aber du liegst da auf dem Boden. Findest dich auf dem Boden wieder. Und dieser Schatten ist über dir. Schaut quasi in die Runde und fleucht dann einfach so davon durch eine kleine Spalte im Holz. Seht ihn entkommen. Mit ihr? Nein, ohne ich liege sie. Da. Sie ach so. Da. Sie passt ja auch nicht durch das Holz. Ich dachte so in sich aufgesaugt und mitgenommen. Es ist schon ein Riss, so höchstens 2,50 Meter, Quatsch, 2,5 Meter Riss. Der würde so locker durchpassen. 2,5 Zentimeter Riss im Holz. Da gleitet das Viech durch und ist wieder verschwunden. Und ich atme tief durch. Ihr hört aber draußen nochmal so ein komisches Geräusch. Und die Hände laufen ihm hinterher. Nein, die Hände, so. Die haben sich da die ganze Zeit vergnügt. Die haben sich überhaupt die haben sich vergnügt. Die haben sich nicht gar nicht interessiert, aber die verlassen so langsam ein bisschen die Halle und gucken mal, schnuppern so mal nach draußen vielleicht. Schnuppern? Also die scheinen da mit Warum? Sich selbst beschäftigt zu sein, als wenn sie... Also greife ich mir meinen Hammer. Also ich würde schnell hinterher rennen. Also erstmal gucken, wo... Also ich atme erstmal tief durch und esse erstmal was und trinke was. Erstmal so ein Mal aufgebaut. Und trinke erstmal einen Schluck. Was machst du? Aus meinem... Ich renne da hinterher. Ich versuche es zumindest so, wie ich kann. Oder? Ja, ihr rennt aus der Tür raus und müsst dann erstmal um die Ecke rum hin, weil der Schatten ist in diese Richtung. Also ja, ihr müsst dann in so die Richtung rum. Der Wand, wo er raus ist. Genau. Kann ich das Holz nicht einfach... Kannst du machen. Willst du machen? Ja. Wirf mal auf Stärke. Ich renne da hinterher und... Durch den Kopf, durch die Wand. Mit meinem Streitkolben da... Voran. Durch die... Nee...
schlagen, dass ich da... Ja, okay, los. Oh, 3 und... Sag mal, was ist denn mit euren Würfeln los? Keine Ahnung. Ich habe Probe gewürfelt, ja? Ich habe ganz viele 18 und 20 hingekriegt. Ja, du hast mir alles weggewürfelt. Das ist hier an diesem Ding hier. Ja, genau, als ob... Er probiert sich an der Wand, ich habe... Du klopfst gegen die Wand und ja, du klopfst auf jeden Fall fleißig, aber das Holz scheint das beste Holz des Jahrzehnts zu sein, es geht nicht kaputt. Meine Waffe ergriffen und rennen um die Ecke. Mann. Sehe ich da irgendwo was? Du siehst ihn aber nicht mehr, du siehst vielleicht noch eine irgendwie so ein bisschen so Rauchfaden. Also so Rauch. In die nächste Halle? So eine Rauchspur, die so irgendwie verschwindet in der Ferne. Ach so. Wie so ein leichter Schwefelrauch oder sowas. Ja, ja. Der noch ein bisschen in der Luft hängt. So wusch. Wie liegt er noch? Nee, ich sitze. Klopfst du weiter? Oder gibst du auf? Nee, ich gebe auf und gehe zu ihr und gucke, was Sache ist. 25 Erfahrungspunkte. Also jetzt plus dann, ne? Noch 250 bis zum ersten, bis zum nächsten Level. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, vielleicht kommen wir heute noch wirklich auf Level 2. Dann müssen wir jetzt noch ein paar Hände klatschen. Bleibt ihr drin oder kommt ihr raus? Nee, also ich gehe dann aufhelfen und dann raus. Nachdem ich dann erstmal jetzt ein paar Minuten kurz so in mich gegangen bin. Du stehst ja vielleicht noch draußen, hast dich genau. Wieder beruhigt oder bist du immer noch auf Agro? Mit dem ich habe nur noch das Rauchwolke sich nach da irgendwo verzogen hat. Ich gehe dann auf jeden Fall raus, wenn ich dann... Und also dieses schwarze Etwas war bestimmt das, was nicht hierher gehört. Ja. Es ist geflohen auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es das ist, was nicht hierher gehört. Weil es fühlte sich auch nicht gut an. Ihr hört klatschen. Ah. Und dann gucken wir uns um. Boni. Sehr gut gemacht. Entkommen. Hä? Ihr habt ihn entkommen lassen. Wie wen? Ja, den Schatten wahrscheinlich. Aber wie soll man denn auch einen Schatten einfangen? Ja, ein Schatten ist ja nichts weiter als eine untote Kreatur. Die kann man natürlich auch kaputt schlagen. Ach so. Er heißt ja nur Schatten, weil er Fähigkeiten eines Schattens besitzt. Wir hatten da zuerst so ein kleines Problem mit lauter Händen. Lauter Hände. Ja, was wollt ihr denn gegen die Hände unternehmen? Wir haben sie zermatscht im ersten Lagerhaus. Aber jetzt in diesem hier sind noch viele, viele mehr. Also wir könnten das Lagerhaus abfackeln. Ist mir auch gerade in den Kopf gekommen. Ich bitte darum. Dann tun wir das. Warum ist das noch nicht geschehen? Weil ich kann keinen Zauber wirken. Zunderkästchen. Das reicht doch, wenn man einfach eine Fackel daran hält. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist. Ja, ist ja alles hier voll mit Holz. Das ist ja Holzmehl, genau. Ich mache mit einem Zunderdings meine Fackel an. Genau. Und dann von allen Seiten. Genau, von jeder Seite. Die Fackel und dann gehe ich um die Lagerhalle rum und halte überall die Fackel. Also ich nehme dann eine Fackel und werfe die einfach rein. Also du gehst da lang, ich gehe da lang. Ich wollte gerade sagen, reinschmeißen ist schlauer. Ja. Ich glaube, das fällt den Hafenleuten auf, wenn sie da mit einer Fackel die Halle läuft und Feuer legt. Und ich kann nicht alle bestechen. Nein? Ich guck in dein Geldbeutel rein. Ja, guckst in meinen geschlossenen Geldbeutel. Goldmünzen haben oftmals ein Loch, sodass die auch aufgefädelt werden können. Ach so. Dass sie doch draußen hängen. Manchmal ist das so. Okay. Ach so, gut. Okay. Und dann brennt diese Halle lichterloh, während wir uns aber schon vom Acker machen. Dann machen wir uns dann vom Acker, wenn es brennt, genau. Ihr haut dann ab, lässt die Hände da alle abfackeln. Ja, wir hören Geschrei. Na, vielleicht Geschrei, nein. Feuer die klatschen. Hilfe! Wollen wir alle anderen, was ist mit den anderen Lagerhallen? Sind da jetzt auch noch mehr Hände oder nicht? Müssen die auch noch vernichtet werden? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Weil vielleicht sind in den anderen Kisten noch mehr Hände, wo wir vorher waren in der Halle mit der Statue, Hände. Auch Hände. Ja, wir haben ja nur aus einer Kiste was gehört. Richtig. Aber die anderen sich auch bewegt. Muss nicht sein. Die ist ja nicht zu einer anderen Kiste hingerannt und hat versucht, die aufzumachen. Das ist wahr. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, ob der Hafenmitarbeiter, nicht, dass der Hafenmitarbeiter da drin ist. Oder ist der vielleicht, gehört er zu dem? Er ist einer von den Händen abpacken. Der müsste mittlerweile abgefüllt sein. Der ist abgefüllt, der trinkt noch, oder? Also reingucken in die Kisten will ich nicht, aber lass uns doch provisorisch einfach. Ja, wenn dann gucken wir stichprobenartig in die. Vor allem der Witz ist, die Lagerhalle daneben brennt lichterloh und ihr wollt daneben in die Lagerhalle reingehen und alles aus Holz, also. Meinst du, es geht, schlägt schon über? So das die erledigt sind ja sich ein bisschen weiter auseinander. Stimmt, könnte auch sein. Je nachdem, wie der Wind steht. Ich glaube, da fackelt alles ab. Dann gehen wir jetzt da ins Restaurant und gucken zu, wie die Lagerhallen abbrennen. Oder ob sie abbrennen. Wir sollten wieder in unser Versteck gehen. Was für ein Versteck? Genau, wir gehen in die Kneipe zu dem ganzen Alkohol, der auch brennt. Nee. Wie war es wohl mit Molotow-Cocktail? Ja, genau. Oh nein. Okay, ihr meint, die Hallen fangen von alleine Feuer, ja? Würde ich sagen. Die Lücken waren ja schon ein bisschen größer, hat er ja gesagt.
Naja, aber ja, wenn du, das so eine riesige Halle ist, können. Brennt das alles lichterloh. Also. Das ist alles nur, genau, alles nur Holz. Und eine brennende Hand rennt dann in die nächste Halle und dann, ja, geht schon. Suizidhand. Und wenn nicht, können wir später immer noch abfackeln. Geht er wieder zurück? Ja. Und überlasst also, das alles da? Ja. Ja, ich schmeiße meine, außer Ferne um die erstmal kurz. Ich streiche gerne eine Fackel weg, aber ich schmeiße meine brennende Fackel einfach in die andere Halle rein. Achso, in die nächste Halle noch? Mhm. In die erste Halle, wo wir waren. Der Hafen brennt ab. Ja. Wenn ihr noch weggeht, kommt gerade der Hafenarbeiter wieder mit einer richtig schönen Flasche noch in der Hand. Rote Nase und sagt so, na, Freunde, das war wirklich astrein. Danke doch mal für die super Spende. Ich hoffe, ihr habt alles gefunden, was ihr gesucht habt. Vielen Dank und geht weiter. So, dann werde ich mich mal wieder an die Arbeit machen. Ja, hier. Wir sind schon verschwunden, ne? Wir sind schon weg, ne? Besser, du machst heute Feierabend, da hinten brennt es. Oh nein. Bitte was? Das hätte er, glaube ich, gemerkt, dass da was brennt. Egal, aber wir wären schon weg gewesen. Wieso, das hätte er auf den Suff aufschreiben, erstmal schreiben können. Ja. Nix, Dach mit dem Kater. Ich bin schon weg. Ihr haut ab, ne? Mhm. Ja. Okay. Ja. Also ich ja. Wir sind schon da, wo ich habe nur gesagt, danke, tschüss und bin weggegangen. Okay. Zurück zum sicheren Haus. Richtig. Außer du lässt uns nicht. Wie kommt ihr denn da hin? Außer du lässt uns. Übers Dach. Ich weiß natürlich, dass es durchs Dach nicht reingeht, weil da ist es nur ein One-Way-Ausgang. Kommt man nicht mehr rein. Also müssen wir wieder durch die Hütte, durch den Tisch, durch den Keller. Ich weiß natürlich, dass man niemals zweimal den gleichen Eingang benutzen darf, sonst fällt das auf. Ach so, wäre ja gar nicht. Also eine von den anderen Hütten. Wir folgen dir. Wir folgen dir erst dahin, dann merkst du, da geht's nicht rein. Einen anderen Weg zum sicheren Haus. Richtig, wie sieht denn der so aus? Da lang. In eine Kneipe, auf die Toilette, durchs Klo. Wir klappen das Klo hoch. Unter die Spülung durch. Und dann gehen wir einmal in die Toilette stellen, Kette ziehen. Und das funktioniert aber nur einmal. Kette ziehen gibt's ja auch gar nicht, oder? Ketten? Ich wollte gerade sagen, gibt's nur Plumpsklo und unten ist der Eimer drin, der wird irgendwann rausgekippt in der Gosse. Ja, man nimmt den einmal raus und dann ist da eine geheime Treppe. Ja. Aber das geht nicht einfach so. Sonst könnte ja jeder da in den Geheimgang benutzen, auf Toilette. Ah, der hat einen. Wirt. Gut, der muss da wahrscheinlich so einen Freischalthebel drücken oder so ein Geweih mal drehen oder so. Das fällt ja auch zu sehr auf. Ich gehe zum. Er sagt ein geheimes Wort, was die nicht verstehen. Das Wort? Klokette. Okay, du sagst das Geheimwort Klokette. Ja, keine Ahnung. Verstehen wir das oder ist das wirklich so eine Geheimsprache, die wir auch... Wir stehen da nur neben und wundern uns, was halt... In welcher Sprache ist dieses Wort Klokette? In welcher Sprache sprichst du das? Nollisch. Ja, dann verstehe ich es nicht. Ja, Knorrisch ist eher so knurrend. Genau, ich wollte gerade sagen, wir stehen dann da und wir denken... Eher eine knurrende Sprache, so aus lauten Knurren und... ja, sowas in der Richtung. Das heißt dann Klokette. Und er antwortet... Was Käsekuchen heißt. So, und dann führt er euch auf Toilette. Und dann öffnet er einen geheimen Gang. Außerhalb von den anderen... Außer Sichtweite, wo keiner genau, gucken kann. Genau, Bargästen. Genau, und dann... dürft ihr neben dem Kackeimer runtersteigen. Unten, weißt du, es ist Slalom der, da ist der Donnerbalken, da sitzen die alle drauf und ihr geht direkt daneben unterlang in diesem Geheimgang. Und weh, wenn einer Durchfall hat. Oh, Durchfall. Ja, und pieken dann einmal an jedem und dann, Ja, mit deinem Horn, ne? Oh Gott. Nee, er muss sich ganz klein machen. Wie groß bist du überhaupt? Bist du kleiner als wir? Das passt oder bist du größer? Also mit Hörner genauso groß wie ich. Bin ich der Kleinste und der Leichteste. Ah, okay, gut. Im Vergleich zu euch. Okay. Aber das passt schon. Die Gänge sind alle groß genug, okay, dass ihr da alle durchkommt. Okay, alles klar. Keine Kriechgemäuer. Okay, gut. Und wenn ihr dann da rauskommt, kommt ihr an dieser Kreuzung raus, wo ihr vorher auch schon wart, nur halt aus einer anderen Richtung. Aus einer anderen Tür. Genau, so ist es. Okay, gut. Dann warten wir jetzt wieder. Oder was steht jetzt an? Ja. Also die Erfahrungspunkte kriegen immer alle gleich, ne? Okay, gut. Das ist völlig egal. Okay. Ob wer jetzt vor Ort war oder nicht. Oder keinen Bonus für zermanschte Hände? Ich sitze irgendwo auf Klo und kriege erstmal Erfahrungspunkte. Oh. Und beim Kacken. Das merkst du ja nicht. Kommen ja keine irgendwie goldenen Punkte. Natürlich, beim Kacken kommt eine Stelle plötzlich Level up. Ich spiele zu viele Computerspiele. Okay.